Hallo. Ich möchte berichten von einem neuen Selbstversuch. Ich habe in unserer Wohnung mehrere Ecken gemacht, wo ich mich so hinsetzen kann, um zu meditieren. Die meisten waren schon da. Es braucht eigentlich nichts Besonderes. Man kann auch in den Stuhl sitzen oder sich einfach in sein Bett hinlegen. Aber Orten, wo man aufrecht sitzen kann und sich wohlfühlt, sicher, nicht von nichts gestört, sind einfach hilfreich. Und so sitze ich hier jetzt bei uns auf dem Balkon und das Selbstversuch ist, dass ich versuche, so nah wie möglich an das Tagesrhythmus von den Vipassana Retreats zu kommen und dann nicht zu Hause wie Vipassana at home von morgens früh bis abends spät meditieren und ab und zu Zeit für persönliche Bedürfnisse, sondern ich nehme diese Zeit für persönliche Bedürfnisse, diese 7 Minuten von 53 zu der Anfang von der nächsten Stunde, ich nehme diese 7 Minuten um zu meditieren. Das ist mein persönliches Bedürfnis. Und morgens früh setze ich noch immer ein Stündchen hin. Das bekommt mir sehr gut, um den Tag so zu starten. Manchmal abends auch. Also jede Stunde geht bei mir ein kleines Wimmelchen ab. Und dann begebe ich mich zu einer von den Plätzen, wo ich sitzen kann. Und ich komme erstmal an vor Ort. Es ist Sonntagmittag, ein Nachtsommertag. So viel Betrieb wie jetzt gibt es an die Rückseite, an die Ostseite von unserer Wohnung fast nie. Aber es sind alles vertraute Geräusche. Und ich setze mich hin und mache mich vertraut mit diesen Geräuschen. Und lass, was immer gerade da war, ausklingen. Aufgeräumt, etwas gesehen von einer Dokumentäre über Bill Gates, neu auf Netflix. Und ohne zu sehr einzuzoomen auf meine Atmung, sitze ich und schalte der Timer ein auf 7 Minuten. Das kann ich jetzt nicht tun, weil das Gerät, was mein Timer ist, ist jetzt meine Videokamera. Und ich sitze einfach meine Zeit an. Und es bringt mich immer wieder in Kontakt mit einem großen Geist. Ein Geist, der nicht eingeengt ist von was immer mich gerade beschäftigt. Ein Geist, der nicht eng wird, nicht reagiert auf was immer gerade angenehm oder unangenehm scheint.
Ein im Leben befreiten Geist. Das ist der rote Faden durch mein Leben. Eigentlich bin ich frei. Morgens sitze ich gerne an dieser Stelle, dann ist da draußen nichts los. Dann geht da so ungefähr jetzt, diese Jahreszeit, der Sonne auf und durch die Bäume erscheint er dann über den nächsten Hügel, über den Horizont und fängt langsam seinen Weg nach oben an. Abhängig vom Wetter, ein bisschen abhängig von wie laut es ist draußen. Manchmal sitze ich gerne irgendwo drinnen vorne, manchmal drinnen hinten. Das sind 7 Minuten, gar nicht so viel. Vielleicht brauche ich noch Minute 2 drumherum, um es ein bisschen zu organisieren, bleiben mir noch immer jede Stunde 50 Minuten übrig, um zu tun, was ansteht.